Hallihallo und Tüdelü zusammen. Willkommen zu einer neuen Runde hier in Sengoku Dynasty. Das hätte ich fast Medieval gesagt. Ja, kann schon noch passieren, sowas, ne? Ja, ich habe neue Quests offen und öffne die Tore. Ich kann um die Erlaubnis zum Siedeln bitten, allerdings erst ab Level 7 und ich bin erst Level 6. Dann nach Iwasaki gehen, um etwas über die Eisenarbeitung zu erlernen. Oder nach Segi, um etwas über die Holzverarbeitung zu lernen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ist. Es wird mir leider auch nicht angezeigt. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum nächstbesten Ziel. Das ist hier 841, 37 Schritt entfernt. 20, ja, wie auch immer. Und da schauen wir mal, wen oder was wir da vorfinden werden. Bin ich schon gespannt drauf. Endlich mal ein bisschen durch die Map. In der Hoffnung, dass hier heute nichts abstürzt, wie beim letzten Mal. Das war ja ziemlich blöd. Und da ist auch schon was. Was ist das? Oh oh. Ich glaube, hier war ein Schwein. Schwein nicht gut. Ich will das nicht. Letztes Mal hat mich ein Schwein getötet. Ich laufe einfach weiter. Einfach laufen und die Sau ignorieren. Oh nein, aber sie ignoriert mich nicht, habe ich recht. Komm schnell hier hochklettern. Rette deinen Arsch. Nein! Schitte! Wo ist die Sau? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Whatever. Nein! Zu unfähig. Vielleicht, wenn du mal den Speer aus der Hand nimmst. Er tut sich ja manchmal hier und da ein bisschen schwer. Ich meine, immerhin kann er klettern, aber nicht sehr gut, ne? Boah, ey. Hat eine dumme Nuss. Ach, ja. Man kann ja auch einfach mal hier lang gehen, ne? Dann geht das schon. Boah, oder auch nicht, ey. Jetzt ist hier diese scheiß Wurzel im Weg. Was ist denn hier los? So, was haben wir denn hier? Da unten haben wir was. Sieht aus wie eine kleine Siedlung. Das gucken wir uns gleich an. Ich will jetzt erstmal hier oben gucken. Und vielleicht gibt es hier wieder was zum Mopsen. Ein Bandit. Ist das gut? Ich weiß es wirklich nicht. Lass mich doch mal durch. Auf jeden Fall steht der ganz schön im Weg. Danke. Und es stört ja irgendwie noch gar keinen, dass ich hier einfach an Sachen dran gehe. Also mache ich das auch einfach mal so. Oh, Lampions, wie schön. Da brennt Licht. Das ist gut. So, Bandit. Okay, ich heiße dich in unserem Dorf willkommen. Gesprochen wie ein Elitekrieger. Wie heißt dieses Dorf? Das Dorf heißt Enjiro. Ach, das ist Enjiro, okay. Nach dem großen Mann. Weißt du wer? Natürlich weißt du es. Der Anführer des ersten Aufstands gegen den grausamen Shukudai. Er wurde getötet, aber sein Vermächtnis lebt weiter. Genau hier. Ja, ja, ich weiß, mit dem Iki und so. Hab's verstanden. Jetzt bitte nicht schon wieder die ganze Geschichte erzählen. Okay, das ist also sein Dorf. Das ist Enjiro. Das Dorf der Aufständigen. Ach, das ist hier unten am Fluss, wo der eine meinte. Ja, das ist tatsächlich hier ein Banditenlager. Aber keine Banditen, die mir was tun werden. Hoffe ich. Nein! Ja, und fast tot. Genial. Okay, Natzenwege sind hier nicht sehr gut. Köchin. Das schon. Was ist das denn jetzt für ein Name? Aber nein, es ist einfach ein Beruf. Köchin. Was geht denn hier? Das soll ein Dorf sein? Würde ich ja nicht enttäuschen, ne? Aber nee. Gemüsegerichte. Pilze könnt ihr behalten. Nicht, weil ich keine Pilze mag, aber ich habe genug Algen, ne? Banditin. Also ich will euch ja nicht enttäuschen, ne? Aber für ein Dorf ist halt echt mager hier. So. Wakasa. Na, das ist ein müdes Gesicht. Müdes Gesicht, wenn ich je eins gesehen habe.
Was? Ein Gesicht? Ich bin nicht müde, ich habe nur viel zu tun. Welche Art von Arbeit macht ihr hier? Wir sind die Besitzer des Tals. Wir kümmern uns um die Leute und sie geben uns alles, was wir brauchen. Holz, Essen, Waffen. Manchen gefällt das vielleicht nicht, aber dann schicken wir einfach jemanden, der sie etwas aufmischt. Alles zum Wohl des Tals natürlich. Was? Und was unterscheidet euch jetzt von dem Shugudai, den ihr da bekämpfen wollt? Irgendwie leuchtet mir das noch nicht ganz so ein, du. Mama. Bin ich müde. Spann ich. Setz dich. Ist etwas. Ich kenne mich aus und dann bin ich die Köchin hier. Es macht mir wirklich Freude, ihnen beim Essen zuzusehen. Wenn sie von ihrer Arbeit zurückkommen und sie meist sind sie meist angespannt. Aber wenn sie anfangen zu essen, dann lächeln sie plötzlich. Okay. Selbst Hikujiro oder Hikugiro, ich weiß nicht. Und den bringt man nur schwer zum Lächeln. Nach der Arbeit sagst du, was für eine Arbeit? Das würdest du wohl gern, wüsstest du wohl gerne was? Wir haben hier unsere kleinen Geheimnisse. Okay, dann behalte die für dich. Mir doch egal. Da oben ist ein Fragezeichen. Was ist das für ein Fragezeichen? Folge ihm. Wo ist es hin? Mein Fragezeichen ist weg. Willst du mich verkohlen? Hä? Sag mal. Das ist ein Scherz. Jetzt ist es wieder da. Oder wie oder was? Ach, hier unten ist das Fragezeichen. Das läuft hier unten rum, mein Fragezeichen. Oh, ich muss aufpassen, nicht, dass ich hier gleich drauf gehe. Fragezeichen! Bist du hier? Ein stellvertretender Banditenanführer. Boah, will ich das jetzt wirklich? Ich glaube, ich will eigentlich doch was ganz anderes. Also ich glaube, eigentlich weiß ich, dass ich was ganz anderes will. Ich meine nicht, dass ich das jetzt hier ignoriere. Da komme ich schon darauf hin zurück, ne? Aber eigentlich geht es mir jetzt um was ganz anderes hier. Ich wollte doch hier ganz was anderes tun. Ich komme auf jeden Fall wieder. Jetzt habe ich das auch hier, glaube ich, eingezeichnet, ne? Ja. Ja, es ist noch nicht gut eingezeichnet alles auf der Map, aber man sieht schon in etwa, dass da was ist. Lex ist halt. Was ist das da? Ist das ein Fuchs? Da ist ein Fuchs abgebildet. Was ist denn da los? Jetzt, was? Wo ist der Fuchs? Ich höre hier nur wieder eine Sau. Vielleicht soll das bedeuten, dass hier ein Jagdgebiet ist. Ich gehe einfach mal weiter. Besser ist. Nicht, dass ich gleich wieder ein Schwein im Po habe. Was sage ich denn da wieder für Sachen? Dass ich wieder ein Schwein im Po habe. Gott. Diese Bilder. Nein, das ist ein Fuchs. So, bin wieder vollkommen geheilt. Also das geht hier definitiv schneller als in Medieval. Da haben wir ja manchmal tagelang mit einer Verletzung verbringen müssen, wenn unsere Frau keine Lust hatte, uns zu reparieren. Oje, oje. Wahrscheinlich spreche ich mir jetzt alle Haken. Oh, und ich sag gerade noch, keine Natzenwege. Und was macht sie bei der nächsten Gelegenheit? Sie geht den Natzenweg. Oh, hallo. Helas. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ausreißer. Ja, Jiro. Oh, hallo. Ich hoffe, ich störe nicht. Oh nein, tut mir leid. Ich war nur in Gedanken. Das letzte Jahr ist für einige von uns schwer gewesen. Das macht mir Gedanken. Es gab ein paar Familienangelegenheiten, die ihre Spuren hinterlassen haben, wenn man so will. Was ist passiert? Nicht, dass dich etwas angehen würde. Tut mir leid. Ja, es tut mir sehr leid, wenn du mich jetzt entschuldigst. Ich wette, den muss ich später noch irgendwo finden und ausliefern oder sowas. Geht's dir? Du bist wieder. Mir geht's
Gut, denke ich. Ja, gut. Danke, leb wohl. Sehr unhöflich. Nicht mal fragen, wie es mir geht. Das sind mir die richtigen. Dann sagt man immer, die Japaner seien so höflich. Was? Baustelle für kleine Brücke entdeckt? Wo ist hier eine Baustelle für eine kleine Brücke? Und warum komme ich hier nicht mehr hoch? Ja, weil keine Brücke da ist. Brücke? Ich sehe hier eine Leine. Ist das die Baustelle? Die Leine? Dorf Segi. Oh, ich bin in Segi! Und ich bin schon wieder in den Fluss geplumpst. Unfähigkeit. Ich komme hier nicht mehr raus, ne? Alter, ist ja jetzt ein Scherz. Digga! Boah! Ernsthaft jetzt. So, okay, das riecht nach einem neuen Spezialprojekt. Definitiv. Und ich bin auf der falschen Seite draußen. Toll! Ganze Mühe umsonst. So. Hier ist es. Ja, ja. Spezialprojekt Bauwerkstatt. So, da sind wir nur in Segi. Und wir sollen mit den Dorfbewohnern hier sprechen. Das ist doch schon mal ein Anfang. Die Wirtin. Mit der Wirtin ist immer gut. Oh, Fuji. Willkommen, Reisender. Du siehst aus, als könntest du einen Becher vertragen. Möglich? Kannst du einen anbieten? Solange du bezahlen kannst? Verheiratet? Nein, das geht dich nichts an. Wenn du eine Gastwirtin bist, geht dich alles etwas an. Ich wollte nicht zu neugierig sein. Es ist nur so, dass... Ich denke, selbst darüber nachzuheiraten. Und so frage ich jeden um Rat. Da ist dieser Holzfäller. Soshiro. Ein guter Mann. Hat vor einer ganzen Weile seine Frau verloren. Oh, so geil, ey. Hey, bist du verheiratet? Ja, ich will selber heiraten. Ja, super. Genau so bricht man erstmal das Eis und fängt ein Gespräch an. Klasse. Ich besuche ihn manchmal nachts. Aha, was macht sie da nachts? Molcht sie etwa da herum? Es ist immer großartig. Die Dorfgemeinschaft akzeptiert uns. Er hat eine süße kleine Tochter. Sie mag mich. Es ist nur... Du bist dir noch nicht sicher? Ich bin mir noch nicht sicher. Dabei kann ich dir helfen. Oh Gott, wie kannst du ihr denn mal helfen? Ich weiß, ich weiß. Was? Was weißt du? Was weißt du? Ich weiß es nicht. Klär mich auf. Ich will auch Dinge wissen. Ich weiß nichts. Ich bin Jon Snow. Ja, sie ist da. Warte, nicht danke. Ach so, die hat sich mir angeboten, oder was? Wer ist dieses Dorf? Willkommen in Sigi. Wir leben hier vom Wald. Wir haben Holz, finden, was wir brauchen im Wald, jagen manchmal. Okay. Ich finde, das sind immer sehr, sehr blöde, abrupte Gesprächsabbrüche, meine Gute. Jetzt versteck dich nicht hinter der Hausfrau. Das hilft dir alle nicht. Ja, da bin ich wieder. Was gibt's in diesem Dorf Interessantes? Na, als erstes wäre da das Gasthaus, falls du Durst hast. Brauchst du Ausrüstung, gibt es den Pfeilmacher. Oder den Fellhändler. Boah, ich hab einen Schluck auf, Leute. Tut mir leid. Heieiei. Schluck, Schluck. Habe ich nicht gesagt. Und habe ich doch, aber meinte ich nicht so. Meinte nicht, danke. Das ist wirklich, als könntest du einen guten Schluck gebrauchen. Hey, jetzt hau doch nicht immer ab nach jedem Satz. Was ist denn los, ey? Mann, 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 Mann. Komm, wir verkaufen dir eine Lapp. Was? Du willst keine... Ach so, so geht das. Ich verkaufe. Denn ich brauche Geld. Aber mehr kriegst du nicht. Okay, das war jetzt total unlehrreich. Hallo, Fremdo. Fremdo. Soshiro. Womit verdienst du deinen Lebensunterhalt? Ich fälle Bäume mit Äxten oder Sägen. Als der Shogudai, unser grausamer Anführer, noch lebte, benutzten wir oft Sägen. Mit einer Säge fällt man einen Baum schneller, oder nicht? Darum geht es nicht. Mit einer Säge... Aha, hörten dich die Männer des Shogudais nicht so gut, wenn du einen Baum für dich selbst gefällt hast.
Es muss einfacher sein, jetzt da der Shukudai fort ist. Das Leben ist hier genauso schwierig. Meine Frau starb letztes Jahr. Es tut mir so leid. Was ist passiert? Ein strenger Winter. Viele starben. Was soll man dagegen tun? Ich vermisse sie. Jetzt kümmere ich mich alleine um unser kleines Mädchen. Sie braucht eine Mutter. Vielleicht eines Tages. Ach, was soll's. Geht's hier an deiner Tochter? Kann man zurecht, aber sie braucht eine Mutter. Sie braucht einfach eine Mutter. Tja. Also, ja, wenn du dir jetzt eine neue Frau nimmst, hat sie jetzt aber auch nicht wirklich direkt eine neue Mutter, ne? Also, schwierig. Der Bogenmacher! Fujichu. Boah, Fujichu. Keine Ahnung. Hallo, Fremder. Was machst du? Ich mache Bogen. Damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Es wäre schwer, im Wald ohne sie zu überleben. Ich habe nicht mal einen. Also hier im Spiel. Genau. Die Mönche lehren uns, keine Tiere zu töten. Was sie uns nicht lehren, ist, wie man Frieden mit einem Wildschwein schließt oder ohne Essen überleben kann, könnte. Bis die Welt also zu einem besseren Ort wird, brauchen wir unsere Bögen. Nee. Und wir können gut gebratenes Fleisch essen, zumindest hin und wieder. Du solltest Aki kennenlernen, meine Schwester. Okay. Sie handelt hier im Dorf mit Fellen und Leder. Das werde ich dem so unter die Nase reiben, dass die Schwester von dem Bogenmacher Aki heißt. Das reibe ich dem so unter die Nase. Ich habe gehört, dass eine Jagd stattfinden soll. Richtig. Shoji, der Dorfvorsteher, veranstaltet eine große Wildschweinjagd. Früher war das ein Zeitvertreib, den sich nur adlige Herren erlauben durften, die auf edlen Pferden reiten und ihre feinen Ehefrauen betrügen. Aber wir haben unsere Fürsten davongejagt und jetzt gehen wir selbst jagen und betrügen unsere eigenen Ehefrauen. Was? Es ist vielleicht nicht so elegant, wie es einmal war, aber es macht verdammt viel Spaß. Möchtest du an diesem exquisiten... Ach, scheiß drauf. Lust, ein paar Wildschweine zu jagen? Ich schätze, dafür brauche ich einen Speer. Ein Speer in Segi, einem Dorf, was für seinen Bogen berühmt ist? Das war nur ein Versprecher, richtig? Du wirst einen Bogen brauchen und ein paar Pfeile. Du solltest außerdem wissen, wie man ein Tier häutet. Verstehst du genug von der Jagd dafür? Ich denke, ich sollte dazu in der Lage sein. Du denkst? Das reicht nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen Denken und Handeln. Beweise es. Lerne, wie man Tieren das Fell abzieht und bring mir eins davon. Reh oder Hase, egal. Bist du überhaupt, dass ich dir was beweisen muss? Auf jeden Fall bist du der Bruder von Aki. Entschuldigung. Bist du Aki? Greisin? Guck mal, Hori, da ist doch jemand für dich. Wo ist Aki? Ich will ihn mit dem Knüppel eins überziehen und ihn mit in mein Dorf schleifen. So mache ich das auch. So habe ich auch meinen Aki mitgenommen. Nein, Quatsch. Oder doch kein Quatsch? Man weiß es nicht. Ich finde hier keine Aki. Ja, das ist der gleiche, ne? Fujichi. Fujuchuchu. Händlerin. Da, Aki! Woo! Ich hab Aki gefunden. Hallo, möchtest du etwas kaufen? Was verkaufst du? Für alle Fälle, Felle. Und Leder. Ich weiß, es ist nicht das sauberste Geschäft, aber gleichzeitig war es doch schwer, ohne diese Dinge auszukommen. Haltest du die Tiere selbst? Wie bitte? Du weißt doch sicher, dass das spirituelle Verunreinigungen bedeuten würde. Natürlich mache ich das nicht selbst. Meine Waren bekomme ich von Korujumaru, dem Unrein. Die können sich um diese Dinge kümmern. Nebenbei hast du meinen Bruder schon getroffen. Fujichi? Er ist der Pfeil- und Bogenmacher hier. Bester Bogen und Pfeile im ganzen Tal. Tal. Dingsbums. Also habe ich mit Aki gerade anscheinend schon gesprochen und wusste es gar nicht. Da war es einfach nur die Händlerin. Nee, das ist sie gar nicht. Das ist was anderes. Cool.
zwei Händler hier ist ja ein Ding. Okay. So, das bedeutet, ich muss mir also Pfeil und Bogen herstellen. Ich muss mal gucken, kann ich das hier auf Hand? Natürlich nicht. Aber der Typ, der verkauft doch sowas, oder? Aber, schon wieder. Warte mal, wo ist der Typ? Fuji. So. Bogen. Kurzbogen. Du hast soeben deine erste Fernkampfwaffe erhalten, die Munition benutzt. Um sie zu verwenden, musst du zunächst die passende Munition finden oder herstellen. Beispielsweise Pfeile für einen Bogen. Danach musst du sie im Munitionsslot ausrüsten. Sollte dir die Munition ausgehen, während du aber noch weiter in deinem Inventar hast, wird diese automatisch nachgeladen. Ja, das kennen wir ja. Fukuyari, hier sind überall Messer. Was er nicht hat, sind Pfeile, ja? Also er hat jetzt keine Pfeile. Sehe ich das richtig? Ich habe jetzt einen scheiß Bogen, aber keine Pfeile. Ah, das sind doch schon wieder die Dinger, ne? Wie den Schlafraum. Nein, Quatsch. Ach, Madame hat nichts. Was hast du denn Schönes? Jetzt habe ich selber. Kannst behalten. Scheiß. Da war doch noch so ein Typ. War das jetzt der hier? Sehen alle gleich aus. Zimmermann! Der verkauft den gleichen Rotz wie der da. Na ja, gut. Gut, dann werde ich zur nächsten Folge wohl mal hingehen und schauen, dass ich mir noch Pfeile irgendwie klar mache. Segi ist mir jetzt eingezeichnet als Dorf. Das ist sehr gut. Hier ist so Sogi schon ein Stückchen. Schon ein gutes Stückchen, würde ich sagen. Aber es hilft ja allen nichts. Wir müssen gucken, dass wir uns Pfeile machen. Wenn ihr einen Tipp habt, wie ich mir die mache, wo ich mir die mache und was der schnellste Weg ist, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Würde ich mich sehr darüber freuen. Danke vorab schon mal für eure Tipps. Und freue mich natürlich auch, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben gebt für mein Video. Wenn es euch denn heute gefallen hat. Oh, was ist das denn für eine geile Brücke? Oh, schick, 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 schick. Hallo, Reh. Ja, abonniert also auch gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr auch nicht, was noch bei mir alles passieren wird, sowohl hier im Game als auch in meinen anderen Games. Schaut auch da gerne mal vorbei. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns demnächst dann wiedersehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, eure Natzen. Bye, bye.